Eine Tagesbetreuung wird meist für Kinder bis zum dritten Lebensjahr wahrgenommen. Bis zu 5 Kinder werden im Haushalt der Kindertagespflegeperson oder der Eltern des Kindes betreut. Schon für die Kleinsten gibt es Kindertagesbetreuungsmöglichkeiten. Das verschafft den Eltern Freiräume, zum Beispiel für die Berufsausübung. Die Kindertagesbetreuung findet bei Tagesmüttern in familienähnlichen Strukturen statt. Denkbar wäre auch eine Betreuung in ihrem Zuhause, langfristig als Tagesmutter oder kurzfristig als Babysitter. Eine Kindertagesbetreuung wird meist für Kinder bis zum dritten Lebensjahr wahrgenommen. Manche Tagesmütter betreuen die Kinder auch bis zum Schulantritt. Wichtig ist hier allerdings zu wissen, dass zu beachten ist, dass der Betreuungsplatz mehr Kosten verursacht als die Kindertagesstätte. Diese Kosten müssen Sie dann als Eltern selbst übernehmen, mit der Ausnahme, dass bei Nichterfüllung des gesetzlichen Anspruches auf Kinderbetreuung durch die öffentliche Hand Ihnen unter Umständen Schadensersatzansprüche in Höhe der Betreuungsmehrkosten für eine selbstorganisierte Kinderbetreuung zustehen könnten. Lassen Sie sich deshalb im Einzelfall durch eine qualifizierte Rechtsanwaltskanzlei beraten. In allen Fällen ist die Tagesbetreuung kostenpflichtig. Allerdings können diese Kosten bezuschusst werden durch die Stadt oder den Arbeitgeber. Für Unternehmen ist der steuer- und sozialversicherungsfreie Zuschuss zur Kinderbetreuung eine Möglichkeit, den Arbeitnehmer bei der Kinderbetreuung finanziell zu unterstützen. Der Zuschuss wird zusätzlich zum Gehalt für Betreuungskosten von nicht schulpflichtigen Kindern in Kindertageseinrichtungen oder bei Tagesmüttern gezahlt.